Wandern einmal anders mit einem Buch, das mit seinen Geschichten und Illustrationen mitten ins Herz trifft. Das Konzept des Buches ist, 25 Wege aus der Region vorzustellen, jeweils eine berühmte Persönlichkeit, die in der Region gewirkt hat, auch zu präsentieren mit ihrer Lebensgeschichte und dazu einen Mitmachteil für die Leserinnen und Leser zu formulieren, wo eigene Gedanken, Ideen, auch Aktivitäten gefordert sind. Martin Kremsner hat Herzwärts, ein grafischer Spaziergang durch die Region der Wege, konzipiert und illustriert. Für die Ausstellung hat er einige Illustrationen herausgepickt. Zu sehen gibt es 120 exklusive Zeichnungen aus dem Buch, die in einer Auflage von je 3 Stück zur Verfügung stehen, die man auch kaufen kann. Und die sozusagen das Ganze abrunden als Ende eines Projektes, das mehr als 2 Jahre gedauert hat. Das Ende muss es aber noch lange nicht sein, denn neue Geschichten sind durchaus erwünscht und da sind alle aufgerufen, sich zu erinnern. Pläne gibt es viele. Eine Möglichkeit wäre, dass Menschen reagieren und spannende Geschichten aus der Region erzählen, die tatsächlich passiert sind, die einen Unterhaltungswert aufweisen und die man vielleicht sammelt und für die nächste Ausgabe illustriert. Ein paar neue, alte Geschichten sind schon eingetrudelt. Für jene glücklichen Geschichtenerzähler gibt es als Dankeschön auch ein Exemplar von Herzwärts, solange der Vorrat reicht.